So sieht das also aus. Roadburn hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roadburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roadburn wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kane zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Also, wir sollen zu dem gewissen Roadburn. Sollen ihn wohl erstmal ausfragen, was es damit hier alles auf sich hat. Scheiße. Da hätte ich ja springen können. Hätte ich. Da müssen wir noch ein bisschen so... Ja, also mit diesen roten Markierungen ist das eben alles ganz einfach eigentlich. Wenn man denn nicht gerade hier so eine Aktion bringt und dann einfach mal in die Tiefe stürzt. Also ich glaube so, es sollte ungefähr hinkommen. In dem Spiel bin ich, glaube ich, so am meisten gestorben bisher. Was natürlich nicht daran liegt, dass die Gegner so unheimlich schwer sind. Ja, bei Gegnern stirbt man auch manchmal. Aber das eben hauptsächlich wegen diesen blöden Aktionen hier mit dem Springen und dass man sich einfach tierisch verschätzt, was kann man machen und was nicht. So, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Und wir gehen mal hier rauf und da müssen wir nämlich rüber. Was ist denn hier hinten eigentlich noch? Hier hinten war ich zum Beispiel noch nie. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. So. Aber hier scheint überhaupt nichts zu sein. Die Scheiben kann ich auch nicht einschlagen. Was ist hier? Nö. Es gibt hier übrigens in dem Spiel verteilt, ich glaube viele habe ich schon eingesammelt, gibt es so Koffer. Was mir die jetzt bringen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die bringen einem gar nichts. Also da gibt es kein Special oder so für, zumindest nicht, dass ich wüsste. Auf jeden Fall kann man die sammeln. 30 Stück waren es, glaube ich, im Spiel gesamt. Pro Level immer so 2, 3, glaube ich. Vielleicht auch mal 4. So. Was ist das denn hier? So, zum Beispiel diesen Lüftungsschlitz hier, den hätte man wahrscheinlich gar nicht so einfach gesehen, wenn da nicht rot dran wäre. Ich weiß natürlich, dass wir hier rein müssen, deswegen für mich macht das jetzt sowieso keinen Unterschied. Aber für die Leute, die das zum ersten Mal spielen, empfehle ich definitiv, das auszustellen, wenn ihr ein bisschen rätseln wollt. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klargehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser hält sich nicht von alleine. Ja, das ist also ein alter Wrestler oder immer noch, ich weiß gar nicht. Ich hätte nicht so drauf geachtet. Und eine Pistole. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Ja. Ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort. Cops klingen nicht gut. Aber
was ist schon gut hier in diesem Spiel, wenn das alles so... Ach, verdammt. Okay, das war jetzt ebenfalls ziemlich beschissen. Komm schon, zieh dich da hoch. Und mach das kaputt. Geht doch. Oh. Okay, die sind unter uns. Ganz eindeutig. Noch mehr kommen. Vorwurf, mach mit dir. Vergiss nicht, dass du Startfeind Nummer 1 bist. Die Truppen stehen auf einer schweren Fickelfest. Ja, trefft mich erstmal. Hier so durch die Gegend hechte. Weiter, du hast sie noch nicht abgeschüttelt. Ah, verdammt. Hier kommen sie schon aus den Türen. Scheiße. Müssen weiter auf jeden Fall. Komm schon rüber da. Haha. Ich weiß mal gar nicht, was ich hier so kommentieren könnte, weil wenn ich jetzt hier alles sage, was offensichtlich ist, dann ist das natürlich, glaube ich, auch recht wenig. Und ich glaube, das will auch einfach niemand hören. Deswegen bin ich ab und zu auch einfach mal still und halt meine Fresse. Das ist, glaube ich, manchmal das Beste, was man hier tun kann, um die Spannung nicht zu sehr zu nehmen. Shit, haben Sie verloren? Ja, ja. Könnt ihr mal sehen. Drake hat weiter vorne ein Versteck, lauf Richtung Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Machen wir. Pass auf, Faith. Die Kopf kriegen einen Helikopter. Warum die immer gleich mit einem Helikopter kommen müssen? Ich verstehe es nicht. Also das scheint ja auf jeden Fall in der Welt hier normal zu sein, dass man dann auch immer gleich auf jeden schießt, der hier irgendwie ein bisschen verdächtig vorkommt. Viele Verbrechen gibt es hier anscheinend nicht. Haben wir das ja nun auch in der Videosequenz am Anfang so mitbekommen. Ja, das war ja klar. Ha. So. Und die werden auch immer stärker hier, die Gegner übrigens. Wie man sieht. Was war das denn jetzt? Ach, jetzt habe ich den Zeitlupen-Modus eingeschaltet. Den wir am Anfang im Training gesehen hatten. Ich benutze den allerdings gar nicht so gerne. Ich kann ihn ja mal ein, zwei Mal verwenden, mal so ein bisschen zu zeigen, gerade wenn man hier von Gegnern angegriffen wird. Allerdings finde ich das im Großen und Ganzen, es nimmt so ein bisschen die Action raus und ich glaube, auf dem Modus schwer hat man den gar nicht. Nee, ich bin mir da sogar ziemlich sicher, dass man den da nicht hat. So, hier haben wir ein paar Tipps. Hm, ja, das sieht auf jeden Fall so ein bisschen... Aha, okay. Also, 5 Dinge, die Sie über einen Runner wissen sollten, ja. Und das ist so ein bisschen diskriminierend, glaube ich, alles gemeint. Denn die sind hier nicht herzlich willkommen, die Runner. Das war ein großer Sprung. Darüber. Und da auf die Kräne, da müssen wir rauf. Weiter vorne findest du Deckung, hält dein Gerüst. Versuch die Kopf abzuschütteln.
sag schon wieder so oft so. Aber ist ja auch egal, weil so. Und ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Komm, wir springen einfach hier runter. Und verdammt, nein, so weit runter wollte ich doch gar nicht. Dann müssen wir eben die Treppe nehmen. Und irgendwas macht hier immer so Klick. Da bilde ich mir das gerade ein oder gehört das zur Musik? Na komm. Da hoch. Und hier hoch. Oh, das ist ja gar nicht wahr. So, das ist übel hier. Hier dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Okay, hat geklappt. Übrigens, wer eine Nvidia-Grafikkarte besitzt und dieses Spiel auf dem PC spielt, der hat dann so tolle Features wie dieses hier. Die gehen dann wundervoll kaputt. Und ich weiß gar nicht... Komm, ich will dich hier nochmal ein bisschen zerschlagen. Aber nicht mit runterfallen. Da, so. Geht ja doch. Das ist nur mit Nvidia-Grafikkarte. Ist ein ganz cooles Feature hier übrigens in dem Spiel. Und ohne Nvidia-Grafikkarte sind die Dinger gar nicht da, also diese Vorhänge. Aber nicht für lange, fürchte ich. Das glaube ich auch nicht. Dann sehen wir also zu, dass wir hier wegkommen. Da ist er ja schon wieder. Ach so, und der hat hier einfach mal drauf... Ist hier einfach mal drauf gelandet. So, komm drauf hier. Da sind überall böse Buben. So, nur noch einen epischen Sprung und dann sind wir auch schon fast da. Wundervoll. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Und da oben ist ein Koffer. Ich will den Koffer. Hey, kannst du mir leider. Komm ich da noch ran? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Ja, da komme ich noch ran. Komm, dann wollen wir da nochmal schnell hochrennen. Ah, ganz. Ah, hallo. Ich möchte da gerne durch. Oh, kann ich da nicht? Nee, muss ich außen rum. Und der, verdammt, der Helikopter, der ist ja noch da. Da habe ich gar nicht gedacht. Auf jeden Fall ist hier noch ein Koffer und ich möchte den mal gerne haben, nur mal zu zeigen, was das für einer ist. So sehen die aus. Und 5 von 30. Ach, das ist ja fast gar nichts. Ich war der Meinung, ich hatte sie schon mal alle. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt hier irgendeinen anderen Spielstand wieder habe. So, und jetzt müssen wir uns aber echt sputen, sonst sind wir gleich tot. So. Und in Sicherheit. Kommt eine Videosequenz? Ja, es kommt eine Videosequenz. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen... Für uns und für Kate ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich... Würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun?
Ja, ganz schön gerissen, die kleine Faith. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roburns Meeting. Ist das Roburns Pub? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Na gut. So, dann mache ich hier erstmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.